hast. Okay. Aber wo sind wir jetzt ungefähr von den... Oh, warte mal, da ist ein Zelt. Oder? Nee, ja, was ist das? Hier ist ein Lager. Hier ist ein Lager. Yo. Und wir können mit Mia reden. Mal machen? Ich mach das jetzt. Hier ist eine Tür. Warte, ich rede erst mit Mia. Lass mich mal kurz reden. Mia, you're not gonna believe this. Er ist irgendwie schnell abgebrochen, als du ins Zelt gegangen bist, mein Dialog abgebrochen hier. Nee, er sagt bei mir nur, du wirst nicht glauben. Oh, nice. Endlich mal eine vernünftige Dusche. Oh, das ist doch schön, oder? Blutprobe erforderlich. Dr. Smith? Ja. Report number 27. Observations on Guanabana. A small tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers. Oval fruits up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles, white creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics, very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the Guanabana fruit to make anti-parasite brews. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is very promising. Tana, komm her. Okay, so this goes here. Now I just need the right sample. I need to rest. Warte. Der Frosch! Sei ehrlich, der Chat hat sie eh schon gespoilert. Nein, ich schwöre dir, ich hab mich noch ganz grau dran erinnert, dass irgendwas mit diesem Frosch war. Dass ich mich geärgert habe, dass ich ihn nicht mitgenommen habe oder dass irgendwas war da. Deswegen war ich fail. Weg. Siehste? Nix Spoiler. Okay, das heißt, wir müssen einen anderen Frosch finden. Weiß es nicht mehr. Oh, hier ist auch noch ein Aufnahmegerät. Ich muss irgendwo schlafen, ich gehe schon mal raus, bereite mir da jetzt alles vor. Ey, wobei, wenn wir da drinnen liegen, da dürfte doch eigentlich nichts passieren, oder? Nee. Ich leg mich einfach da drinnen auf den Boden und schlaf. Aber guck doch, ob es in den anderen Zelten noch nichts gibt. Sind da noch andere Zelte gewesen? Ja, natürlich. Du bist unseren vorbeigelaufen. Hier, da! Da steht's! Die Einheimischen nutzen ihn für blablabla Fieber und das, genau das ist das! Das ist wichtig! Ja, hier ist ein Zelt! Lass nochmal hören. Der hat gerade was erzählt von den Symptomen, die dazu geführt haben, dass 20 Millionen Brasilianer gestorben sind. Ein Bus von mir. Kleine, lange, intensiv rote Blätter. Die Blüte enthält chemische Verbindungen wie Quasinoide, die den Busch zu einer der bittersten Pflanzen der Welt machen. Ich hab eine Karte. Warte kurz. Die Einheimischen nutzen ihn für Gebräue gegen Fieber und Schmerzen. Leider gab es abgesehen von diesem Verwendungszweck keinen Hinweis auf andere medizinische Erfolge. Was denn? Hier steht's. Die richtige Zutat musste gefunden werden. Habe ich Ihnen geholfen? Alle sind ohne das Mittel geflohen. Aber warum? Was ist Ihnen entgangen? Jetzt weiß ich, wo unser Zelt steht. Sie haben es auf der Karte aus dem Lager markiert. Woher wussten sie von uns? Haben wir zusammengearbeitet? 28W34S. Mir, ich bin auf dem Weg zu dir. Guck mal, das war doch, am Flughafen gab es doch auch dieses eine Zelt, wo dieser eine Typ gesagt hat, sie wissen nichts von uns, diese 6 Leute auf der Insel, weißt du? Ja. Genau. Das waren wahrscheinlich die Forscher, die an dem Gegenmittel geforscht haben, gegen diese Krankheit, damit die sich aus dieser Scheiße ziehen können.
Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, nice. So, was müssen wir jetzt finden dafür? Ich will mich erstmal ausruhen. Ich muss mich erstmal ausruhen. Was wir finden müssen, um 6 Uhr, nice. Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was hat er nicht gesagt, was wir brauchen? Nee, der hat gesagt, der hat von einer Pflanze gesprochen, die eine heilende Wirkung hat. Eine Pflanze, die eine heilende Wirkung hat. Die hat, wir können uns das ja nochmal anhören. Vielleicht fällt dir dann ein. Also, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es die rote Pflanze ist. Die wir für dieses Gebräu immer brauchen. Mhm. Die habe ich sogar tatsächlich sogar noch mit. Sollen wir die einfach mal in diesen Dings reinhauen? Ja, lass uns mal eine reinhauen. Das ist diese Psychotria, heißt sie. Leg die einfach mal rein, ja? Ja. Dachelanone, ein kleiner Baum aus der Familie. Gelbgrüne, herzförmige Blüten, ovale Früchte. Bis zu 30,5 cm hoch in einer dunkelgrünen Schale mit weichen Stacheln. Weiches, cremiges, charismatische Merkmale, sehr lecker. Ich habe Proben von Früchten, Blättern und Rinde gesammelt. Die Einheimischen nutzen die Stachelanonenfrucht, wie auch andere Pflanzen, auch für Gebräue. Antivirale, antibakterielle und sogar antidepressive Eigenschaften, sehr vielversprechend. Was ist das denn für eine Pflanze? Weißt du, welche das ist? Also einer schreibt hier, das Richtige ohne Tipp zu finden ist ziemlich unmöglich. Nur damit ihr nicht ewig umsonst probiert. Warte kurz, ich möchte das noch einmal hören. Ich lese nochmal die wichtigsten Sachen vor, okay? Dachelanone, ein kleiner Baum aus der Familie der Anoazeen. Gelbgrüne, herzförmige Blüten, ovale Früchte, die bis zu 30,5 cm hoch werden. Gelbgrüne, ovale. Okay, gelbgrün und ovale. Weißt du, welche das sind? Hast du die schon mal vielleicht? Ich weiß, glaube ich, was das ist. Ich glaube, ich weiß auch, welche das sind. Da wollte ich sagen, die sahen aus wie so eine Durianfrucht, die Früchte da dran. Versuchen. Die wird es doch bestimmt irgendwo hier geben. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt oder ob wir die mitbringen müssen bis hierhin, weißt du? Ich glaube, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, als ich diese eine Frucht gedroppt habe und gesagt habe, die ist von Dildo King? Weil das so ein langer Prügel war, so ein weißer langer Prügel war? Keine Ahnung. Der Joke war zweitklassig, die Frucht aber anscheinend die richtige. Hier, guck mal. Stachelanonenfrucht. Die meine ich. Die so aussieht wie die Durian. Stachelanonenfrucht. Ja. So, komm, wir legen die mal rein. Wir nehmen die einfach mal mit. Und checken mal. Ist
nicht die, die ich meinte, aber ist ja egal, weil wir haben ja gerade über diese Anonen gesprochen, die Stachelanonen. Ich möchte noch einmal ganz kurz Poilo Games, bevor du das reinlegst, zitieren. Das Richtige ohne Tipp zu finden ist ziemlich unmöglich. In Klammern nur, damit ihr nicht ewig umsonst probiert. So, jetzt kannst du die reinlegen. Wie machen wir das Ding an? Wie resetten wir das? So. Kann die gar nicht? Doch, kann man reinlegen. Stachelanonenfrucht. Fuck. Aber warte mal, der zeigt hier immer so Werte an, ne? Ja, aber was haben die zu bedeuten? Wir müssen eine Pflanze finden, was ich... Lass mal gucken, dass wir diese Pflanze finden, die so... Das ist so ein weißer Stängel. Du weißt ja. Doch, wenn du am Fluss bist, dann gibt es doch oft am Fluss so hohes... Wie heißt das nochmal? Dieses Gras, wo oben diese... Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wo oben so fette Dinger drauf sind. Mann, das sieht voll schön aus. Rohrkolben, so ein Schilf. Rohrkolben, kennst du das? Nee. Okay. Das ist aus, Schilfgras und dann gibt es so Rohrkolben. Die stehen dann so hoch, das sind so fette Dinger. Sowas gibt es hier auch. Dann ist in der Mitte der Pflanze so ein weißer Kolben. Das ist so ein relativ großer, prägnanter, weißer... Ja, Kolben halt. Was soll ich sagen? Das ist halt ein weißer Kolben. Frage ist halt, ob wir den finden. Weil ich habe die jetzt auch nicht so über oft gesehen. Aber ich habe da auch nicht so krass drauf geachtet. Das ist der Kolben steht in der Pflanze drin. Muss man dazu sagen. Ne? Also du musst schon richtig in die Pflanze so sozusagen reingucken. Sonst siehst du das nicht direkt. Okay. Mit der konnte man auch gar nichts machen. Ich konnte mit der nichts herstellen. Ich habe die voll lange im Inventar gehabt. Ich konnte mit der nichts herstellen und ich konnte sie nicht essen. Und ich konnte auch nichts daraus sammeln. Muss man dazu sagen. Gut, wenn du sagst, dass sie aber öfters am Wasser war oder so, dann... Nee, da geht es mir nur darum, um dir zu erklären, wie die ungefähr aussieht. Warte mal, das ist hier eine unbekannte Blume. Oh, die könnten wir auch mal probieren gleich. Das könnte auch sein. Was? Gelb-grün meinten die doch. Eis? Gelb-grün meinte die doch. Ah, stimmt. Nee, aber ging es da nicht um die Blätter? Ich habe gerade eine neue gefunden. Sollen wir uns ganz kurz einmal treffen oder sollen wir nochmal weitersuchen? Ich bin bei dir in der Nähe, aber... Ah. Ist auch noch die Pflanze, die habe ich auch noch gar nicht gesammelt. Ich kenne die gar nicht. Was ist das denn überhaupt hier? Unbekannte Kräuter. Kannst du die einsammeln hier unten? In Verwendung. Scheint doch nicht, dass die 30 cm über dem Boden wächst? Ja, aber das war ja die Pflanze, die ich gerade gesammelt habe. Guck mal, die hier. Die habe ich gerade gesammelt. Sag mal, ist das die mit dem Dings, die du meintest? Nee, die sah anders aus. Also die sah so aus, nur größer. Also das war so ein richtig dicker Kolben. Also im Spiel sah das aus wie so ein Unterarm, weißt du? So ein... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dafür ewig irgendwo rumherlaufen müssen. Dann wird die bestimmt irgendwo hier in diesem Sumpfgebiet wachsen. Also wo ich sie gefunden habe, das war tatsächlich auch so von den Pflanzen, die in der Nähe waren, war das eigentlich genauso wie hier. Mangrovengebiet? Ja, so allgemein, da stehen einfach so Palmen rum, hier ist ja alles so gemischt. Das passt ja, also es war jetzt nicht irgendwie so ein Bambusgebiet oder... Warte mal, sei mal kurz ruhig. Hier ist kein Alligator. Ich will das jetzt halt einfach wissen.
Hier. Ich hasse. Ah. Okay, unbekannte wo? Frucht. Wo denn? Wenn du ganz, warte mal, wenn du ganz in den Südwesten läufst, ganz an die letzte hinterste Kante vom Wasser. Sozusagen. Da wo der rote Punkt ist. Ja. Warte, ich komm da hin. Dann war das ja direkt in der Nähe vom Lager, ne? Wie ich gesagt habe, so. Ja. Mein Chat sagt gerade etwas, was mich halt so total... Ich kann die auch nicht einsammeln. Also hinterm Lager noch, ne? Müsste dich ja gleich sehen hier. Da. Ja, hier lege ich sie hin. Guck, die hier. Aber das macht keinen Sinn, weil die Pflanze... Aber das hat so 40 cm über dem Boden gebracht. Komm, wir machen das jetzt einfach. Ist egal. Ich habe jetzt zwei Pflanzen, die wir jetzt einfach mal analysieren. Okay? Ja. So, ich bin jetzt mal hier. Okay, ready? Mhm. Okay, wir tryen das jetzt einfach. Erstmal mit der hier. Also bei mir im Chat sagen sie, wenn man mit Logik dran geht, dann sollte man das schon herausfinden. Okay, das ist halt komplett wrong. Shit. Wie kann man das resetten? Oder resettet sich das von alleine? Ah, nice. Und jetzt die hier. Das passt gar nicht da rein. Der Korb ist viel zu groß. Vielleicht meinte der gar nicht die Früchte, sondern einfach nur eine Pflanze, die solche Früchte auch tragen kann. Also ich glaube, es geht... Ich glaube tatsächlich immer noch, dass es um diesen Frosch vom Anfang geht, aber es gibt halt mehr als nur zwei Frösche. Weil bei mir hat jemand in den Chat geschrieben, es gibt nur zwei Frösche. Einmal diesen Pfeilspitzenfrosch und dann den anderen. Aber ich glaube, es geht halt um diesen Frosch, den die genutzt haben, um mit der Nadel da den... Weißt du? Aber ich habe keine Ahnung. Steht hier, wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, die Spezies aus der Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir andere... Naja, es gibt ja diesen hellblauen Frosch, es gibt noch so einen roten, einen grünen und einen dunkelgrünen. Ja. Und Frösche sind hier auch in dem Sumpf. Die erste Info war ja Blutprobe erforderlich, also müsste es ja etwas Tierisches sein. Ja. Ey, muss es vielleicht ein lebender Frosch sein? Kann man die lebend fangen? Weil wir den getötet haben? Aber es macht ja keinen Sinn. Sollen wir mal versuchen, so einen Frosch lebend zu fangen? Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Also ich würde es tryen. Wir haben noch hier vorhin den Frosch gefangen, ne? Auf der Insel, oder? Auf den Inseln hier, ne?
Also ich hatte vorhin den Pfeilfrosch, hatte ich hier gefunden, ja. Ja, dann suche ich jetzt nochmal weiter. Weil ich kann mir halt vorstellen, wenn du den tötest, da ist ja nicht viel Blut drin. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt... Also ich konnte... Hast du eine Blutprobe im Rucksack? Riesenkröte. Habe ich hier auch. Also ich hatte den Pfeilspitzenfrosch, als ich den gestern gesammelt habe, im Inventar und neben dem stand dann auch lebend. Ja. Ja, dann wird das ja einen Unterschied machen. Ich nehme den grünen, ich nehme diese Riesenkröte trotzdem jetzt mal mit. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es die ist. Ich denke, es wird um diesen Pfeilspitzenfrosch gehen. Und dass wir den lebend fangen müssen. Thirsty. Das sind Termitenhaufen. Er hat die Probe schon ins Gerät gepackt. Ja, hä, lol, aber das, was Gamerstein da vorhin reingepackt hat, war ja nur, glaube ich, um das zu aktivieren. Ja, ja, ich habe die Blutprobe, habe ich vorhin schon reingepackt, eine. Ja, die war im Kühlschrank. So, jetzt verstehe ich, was du damit meinst. Es ging darum, die erste Information war eine Blutprobe, bla bla bla, aber die hast du da schon reingepackt. Um das zu aktivieren. Ja. Sozusagen. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt wirklich nach Blut suchen oder halt eben nicht. Aber ich würde das jetzt trotzdem mit dem Frosch als lebend Objekt trotzdem noch einmal ausprobieren. Dass wir ihn da reinlegen, also lebendig reinlegen. Vielleicht Menschenfleisch. Naja, das mal. Nee. Aber ich finde hier keinen Frosch. Naja. Ich habe nur eine Riesenkröte gefunden, aber so finde ich auch gerade nichts mehr hier. Ey, die Riesenkröte, die ich gefunden habe, war auch tot. Könnt ihr Blutegel da reintun? Nee, Blutegel sammelt man tatsächlich nicht. Seine Maus. Oh. Ich habe was gefunden. Neuer Ort, wo bist du? Ich bin an der Stelle, wo wir eigentlich hin wollten, zu diesem roten Punkt. Wo man sich so hochschießt. Hier kann man sich hochschießen mit der Pistole. Okay. Wissen wir auf jeden Fall. Schade, ich hatte ja mein Geld auf den dicken Kolben gesetzt. Ich habe auch beliebt. Im Wasser können Krokodile sein, ja? Ich bin nicht ruhig, Celine. Ich suche einfach nur. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Also ich bin einmal komplett durch den Sumpf gelaufen, da war nicht ein einziger Frosch. Komisch, ne, dass wir jetzt keinen Frosch finden. Die Frage ist, ob wir das jetzt schon vielleicht machen müssen oder erst später. Also ich weiß nur, also woran ich mich damals noch erinnern kann, ist, dass ich mich super geärgert habe, dass ich es nicht gemacht habe. Weißt du? Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, also ich habe es halt auch verkackt. Und darüber habe ich mich geärgert. Aber was genau ich gemacht habe und wie und wo, weiß ich nicht mehr. Ich habe mir das Ende sogar angeschaut gehabt, nochmal auf YouTube, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Hast du die Riesenkröte mal reingelegt? Ich hab die gerade gedroppt.
Okay, dann ich leg die jetzt einfach mal rein. Ich denke nicht, dass dies sein wird. Warte mal, muss man hier irgendwas drücken? Ich kann da nichts mehr reinlegen. Ich bin gerade am Schlafen hier. Kann ich deswegen vielleicht nichts reinlegen? Das Game sieht eigentlich gar nicht mal im Ansatz aus wie Ark. Also wenn man einfach nur links unten das Interface sieht, weiß man sofort, dass das kein Ark ist. Möglich ist. Das Ziel unserer Mission ist wichtiger als eventuelle persönliche Differenzen. Bitte beachten Sie auch, dass Dr. Higgins und seine Frau viel durchgemacht haben und dass diese Stress negativ beeinflussen haben könnte, bla bla. In den letzten Lieferungen waren 2 Proben beschädigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Verpackungsprozess verbessert wird, bla bla bla. Zusatzprozedur. Nachdem den beiden üblichen verpackten Proben müssen ab sofort 2 weitere eingefroren werden. Ach. Komme ich hier einmal zu dem Gerät, bitte? Stell ich mich hier hin. Ich habe jetzt einmal den dicken Frosch da reingelegt. Ich glaube zwar nicht, dass der es ist. Ich denke auch nicht. Scheiße, ey, wir brauchen diesen Frosch. Gibt's denn verschiedene Enden in dem Game, oder? Ja, das weiß ich noch. Es gibt auf jeden Fall, also du kannst... Also das Ende, was ich hatte, war kacke. Dann sag ich, wie es ist. Da habe ich mich richtig geärgert. Das ist mir jetzt auch tatsächlich aber auch erst wieder eingefallen, als wir jetzt hier in die Richtung gekommen sind. Das habe ich total vergessen. Ich habe die ganze Zeit nur eine Sache im Kopf gehabt, und zwar, dass Mia Krebs hatte. Das wusste ich noch. Aber das drumherum, das wusste ich alles nicht mehr. Das habe ich alles total verdrängt. Hä, warum? Diese Frucht, ne? Ist die einzige Frucht, der ich einen Namen geben kann. Komisch, ne? Nee, gar nicht. Der Nuss kann ich auch einen Namen geben. Okay. War das denn, wo wir uns hochschießen konnten? Muss man da schwimmen? Nee. Oder ist das hier? So, du meinst mit der Pistole? Ja. Sollen wir da mal einmal hingehen zusammen? Ja, die Frage ist halt, ob wir hier diesen Frosch finden oder ob wir jetzt erstmal weitergehen und wenn wir den finden, bringen wir den hier hin. Ja, das wäre halt eine Möglichkeit, ne? Weil ich bin gerade wirklich einmal eine ganze Runde durch den Dschungel gelaufen, über die Inseln und so. Da war nicht ein Frosch. Warst du auch da, wo wir durchgekommen sind, also bei dem Durchgang? Ja, wie gesagt, ich bin einmal so eine ganze Runde durch diese Kuhle hier gelaufen quasi. Ey, müssen wir den Frosch vielleicht mit einer Falle fangen?